جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي Es gibt manche Brüder, die verstehen Sünde. Die sagen, okay, das ist nur ein Sünde. Ich muss das nicht machen. Oder ich muss das nicht folgen. Okay? Okay. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yubayyinu ma ja'a bihi al-Qur'an min wujub al-amal bis-sunnah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hat uns richtig gezeigt, dass wir sein Sünde muss man folgen. Seinen Taten, was er gemacht hat, sein Aqwal, was er gemacht hat oder gesagt hat, muss man folgen. Es ist nicht freiwillig. نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بأن سنته واجبة على كل مسلم. مسلم seine Sunna folgen. مسلم seine Sunna folgen. Warum? Weil das ist ein Wahy. Alles was رسول الله صلى الله عليه وسلم bekommen hat, ist das eine Offenbarung von Allah. Ist das ist eine ein Wahy von Allah Azza wa Jalla. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم الكتاب إس القرآن الكريم والحكمة بس السنة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم hat uns so viel Sachen beigebracht, die wir nicht auch gewusst haben. Subhanallah. Er hat über Himmel geredet, über Astronomie geredet, über Meer geredet, über alle diese wissenschaftlichen Sachen geredet. Subhanallah. Und jetzt, man sieht das auch live. Subhanallah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. عضوا عليها بالنواجد. Das heißt, du nicht einfach kommt jemand und sagt, ja, das ist nur ein Sunnah. Okay, das ist nur ein Sunnah. Ich brauche das nicht zu machen. عضوا عليها بالنواجد. Es gibt auch andere Hadith, قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم, es wird eine Zeit kommen, wenn du richtig an Sunna hältst, du wirst Belohnung von 50 Sahabi bekommen. Das ist diese Zeit. Dass du sagst, ich halte an Sunna der Rasul sallallahu alaihi wasallam, du wirst eine Belohnung von 50 Sahabi bekommen. Und jeder weiß von uns, also Sahaba, was die gemacht haben für Islam, für uns auch sogar. Subhanallah. فعضوا عليها بالنواجد وإياكم. Pass ihr auf. وإياكم. Das ist eine نصيحة von الرسول صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور. البدع. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Es gibt nicht بدعة حسنة. Bida'atun, schöne Bida'atun, Glanz-Bida'atun und Sachen, das gibt es nicht. Kullu Bida'atin, Dala'a allgemein. Warum? Lianna Allah Azza wa Jalla qal, al-yawma akmaltu lakum, dinakum. Atmamtu alaykum, schaumal, akmaltu wa atmamtu, zwei Sachen. Kann sein, dass komplett ist, aber nicht vollständig ist. Wer kann ein Beispiel geben? اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتممت وأكملت. Zwei Sachen, zwei Wörter. Und sie sind nicht gleich. أكمل وأتمم. ورضيت لكم الإسلام دينا. Beispiel. Du kaufst ein Päckchen von Eier. Wie viel gibt es? 10 Stück, oder? Okay, 10 Stück. Das bezahlt 1,29 €. Gekauft. Okay? Hast du das genommen nach Hause, aufgemacht, du hast auch kontrolliert in Aldi, 10 Stück, aber einer ist leer. Das ist nicht vollständig. Komplett, also komplett sind 10 Stück, aber einer ist leer. Das heißt nicht leset kamila, kamila oder leset tamma.
abgeschaut. Das zwölf, also sind zehn Stück. Hast du auch, haben zehn Stück. Aber zu Hause aufgemacht, willst du Spiegeleier machen. Aber Spiegeleier kommt kein Spiegeleier, kommt nur Luft, nichts. Hatte ich schon. Oder hast du auch ein Kissen, dieses Wasser, sechs Stück. Manchmal passiert auch. Du denkst, dass alle sind voll, aber einer ist leer, obwohl es sind sechs Stück. Und hast du nicht gemerkt, dass einer leer ist? Das heißt, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Habt ihr verstanden? Oder muss man Türkisch reden? Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah. Sa'id ibn Musayyib ist ein richtiger Gelehrter. Der ist von Medina, ein Tabi'i. Er hat einen Bruder gesehen, dass er immer nach dem Asr zwei Rak'at betet. Und dann zum ersten Mal, zweiten Mal, er hat nicht mit ihm geredet. Und irgendwann, der Bruder hat gemerkt, dass Sa'id ibn Musayyib sauer auf ihm ist. Weil der macht immer die zwei Rak'at nach dem Asr. Und dann kam der Bruder zu ihm. Ja, Sa'id, ich habe gemerkt, dass du ein bisschen sauer auf mich bist. Wird Allah von mir mein Gebet nicht akzeptiert? Da hat ihm gesagt, قال له, wird mir Allah mich quälen, weil ich diese zwei Rak'at bete? Hat ihm gesagt, ja, weil das nicht funktionierend ist. Nicht Gebet, Alhamdulillah, Gebet ist Gebet. Aber obwohl das Gebet ist, aber es wird nicht von dir das akzeptiert. Warum? Weil Rasulullah hat das nicht gemacht. Das ist genau, wenn du niest, sagt, la ilaha illallah. La ilaha illallah ist das Beste, oder? Kama qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, khairu, ma kultu ana wal anbiya, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. Aber wenn du niest, dann sagst du, la ilaha illallah. Wird das von dir akzeptiert? Nein, alhamdulillah. Oder? Oder zum Beispiel, nach dem zwei Rak'at von Tarawih. Es gibt manche Leute, die machen قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. Die lesen Koran zwischen zwei Rak'at in Tarawih. Hat Rasul auch das gemacht? Nein. Obwohl قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ ist eine sehr gute Sache. Das ist heißt ein Bid'atun Idafiyah. Idafiyah. Bid'atun Idafiyah. As-Salah Mashru'a. Zwei Rak'at ist es Mashru'a, aber nicht in dieser Stelle, nicht nach dem Asr. Wird nicht von dir akzeptiert. Sogar kriegst du Strafe. Warum? هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تسمى بدعة إضافية. Das ist von Schara. Gebet ist von Gebet, oder? Oder auch, es gibt auch ein Hadith, die Leute, die richtig Bid'ah machen, die sagen, قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر. Das heißt, wenn du eine Sache, die im Islam ist, wieder beliebt hast, kriegst du Azr. Und dieses Azr bis Yawm al-Qiyam. Kann sein, dass ein Bruder von dir das gelernt hat und andere Bruder auch von ihm das gelernt hat. So dazu bleibt diese Belohnung bis Yawm al-Qiyam. Obwohl du gestorben bist, du kriegst immer auf dein Konto. Und muss man nur wissen, man sende fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha. Heißt, warum ist das? Ma huwa sabab hadha al-hadith? Warum hat der Rasul das gesagt? Dieser Hadith. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam kam ein paar Brüder und die waren richtig arme Leute. Richtig, sieht man, dass die richtig dreckige Kleidung gehabt haben und so. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam die Sahaba, wer spendet für diese Brüder? Und dann auf einmal, jeder Bruder gibt was auf. Der gibt aus. Und dann Rasulim, Farih. Der ist richtig zufrieden. Man sieht Rasulim, wenn er zufrieden ist. Kama wasafahu. Ba'ad al-Sahaba, da haben ihm geschrieben, kana Rasulim, idha fariha bi shay'in, kana kal-Badr. Al-Badr ist Vollmond. Wie Vollmond. Wenn er richtig sauer ist, man sieht er, dass er richtig rot, wütend
Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hauptsache, dass die Sahaba da haben richtig so viel gespendet, bis er richtig gelacht hat, zufrieden ist. Und dann verkauft er, man sanna fil Islam sunnatan hasan. Spenden, ist das nicht von Islam? Ist von Islam. Aber nicht, dass du ein Bid'a machst, zum Beispiel Maulid feiern, diese Tanzen und Sachen, und sagst, man sanna fil Islam sunnatan. Das ist keine Sunna, das ist man sanna fil Islam bid'atan sayyatan. Falahu wuzruha, wuzru man amila biha. Das heißt, wenn du ein Bid'a machst, bist du schon gestorben, zum Beispiel. Und du kriegst immer auf dein Konto, immer Minus. Weil du bist der Erste, der das gemacht hat.